Was trägst du? Ich trage ein rotes Kleid, einen dunklen Blazer, eine gelbe Tasche und rote Pumps. In diesem Video lernt ihr die Frage, was trägst du, grammatikalisch richtig zu beantworten. Im zweiten Teil bekommt ihr mehrere Beispiele zum Üben, also bleibt dabei! Was trägst du? Auf diese Frage antworten wir mit dem Akkusativ. Das heißt, wir müssen die passenden Formen der unbestimmten Artikel nutzen. Hier habt ihr Beispiele für maskuline, feminine und neutrale Nomen, die im Singular und Plural stehen. Der Hut ist maskulin. Wir sagen, ich trage einen Hut. Die Brille ist feminin. Wir sagen, ich trage eine Brille. Das T-Shirt ist neutrum. Wir sagen, ich trage ein T-Shirt. Im Plural gibt es keinen unbestimmten Artikel. Deshalb sagen wir direkt, ich trage Schuhe. Wenn wir dazu noch einen Adjektiv einfügen möchten, müssen wir auf die Adjektivdeklination achten. Das heißt, die Adjektive sollen die passende Endung bekommen, je nach Numerus, Singular oder Plural, Genus, Maskulin, Feminin und Neutrum und Kasus, in diesem Fall Akkusativ. Nehmen wir die gleichen Beispiele wie vorher, aber diesmal mit einem Adjektiv dazu. Ich trage einen braunen Hut. Ich trage eine schöne Brille. Ich trage ein grünes T-Shirt. Und im Plural, ich trage schwarze Schuhe. Nun schauen wir uns einige konkrete Beispiele an. Was trägst du? Ich trage einen olivgrauen Hut. Eine silberne Halskette, eine schicke Sonnenbrille, ein blaues Kleid, schwarze Sandalen und goldene Armbänder. Was trägst du? Ich trage einen braunen Gürtel, einen gelben Schal, eine schwarze Tasche, eine grüne Strickjacke, ein rotes Kleid und braune Pumps. Jetzt stellen wir die Frage in der dritten Person Singular. Was trägt sie? Sie trägt einen braunen Mantel, einen grünen Rock, einen grauen Pullover, eine Khaki-Baskenmütze, eine moderne Sonnenbrille, graue Stiefel und schwarze Leggings. Was trägt er? Er trägt einen dunkelblauen Anzug, einen braunen Gürtel, eine schwarze Uhr, eine modische Sonnenbrille, ein blaues Hemd und braune Schuhe. Was trägt er? Er trägt einen braunen Gürtel, eine schwarze Uhr, eine dunkelfarbige Hose, ein rotes Hemd, dunkle Schuhe und schwarze Hosenträger. Jetzt bist du dran. Was trägst du in diesem Moment? Beantworte die Frage in die Kommentare. Und falls du etwas Falsches geschrieben hast, korrigiere ich den Text für dich. Mach's gut, bis bald, tschüss!